Hallo ihr Lieben, ihr seht es schon. Da, ich war da schon wieder drin in diesem verflixten Laden hier, in diesem schrecklichen, schrecklichen Laden. Ich bin ja immer noch auf der Jagd nach diesen Slimline-Stanzen, diese großen Stanzen, die es jetzt angeblich irgendwie neu geben soll. Nur bei uns gibt es hier halt einfach ums Verrecken nicht. Entschuldigung, aber es ist wirklich unglaublich jetzt. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon drin war. Es gibt sie einfach nicht. Niemand weiß was davon. Es gibt sie einfach nicht. Aber ganz ohne irgendwas konnte ich natürlich jetzt auch nicht rausgehen. Ist ja klar. Ein paar Kleinigkeiten habe ich wie immer gefunden und ich zeige euch wenigstens diese Kleinigkeiten, die ich gefunden habe, habe ich mir gedacht. Okay, besser als nichts. Also, ihr Lieben, starten wir einfach los. Es ist nicht allzu viel, was ich gefunden habe. Fangen wir hier mit dem Kleinkram an. Ich habe diese kleinen Kistchen hier mit Perlen und Anhängern gefunden, so für Dingeldangel. Ich weiß jetzt gar nicht, was die gekostet haben. Müsste ich jetzt echt mal gucken. Die haben gekostet, Perlen mit Charms. 1,18 Euro kostet hier ein so ein Set. Es gab jetzt diese zwei Farben. Also da hier, naja, dieses Pinke, das ist jetzt nicht unbedingt so super toll, aber dieses altgoldfarbene, diese altgoldfarbenen Charms finde ich jetzt nicht so schlecht. In dieser überklebten Ecke ist noch ein durchsichtiges Schmuckband drin, also so ein Kunststoffband, mit dem man Schmuck auffädeln kann. Das werde ich dann vermutlich eher nicht brauchen. Aber so insgesamt gesehen finde ich jetzt die nicht so schlecht, die Perlen. Also man kann da schon ganz nette Sachen machen. Da sind hübsche kleine Herzchen dabei, da Blumen und Blätter. Und diese Rosenperlen sind jetzt auch nicht so hässlich, diese. Also ich denke, da kann man schon ein bisschen was machen, was für ein Dingeldangel angeht. Und ja, die mussten jetzt einfach mitgehen, weil, wie gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht, dass meine Stanzen nicht da waren. Und ich habe gedacht, so mit leeren Händen gehst du hier nicht raus. Also ja, okay, also die habe ich mir mal geschnappt, diese Sorten hier. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Und dann habe ich noch geschnappt, das habe ich in einem anderen Video jetzt mal gesehen, in einem anderen Haul-Video, wo ich zufällig drüber gestolpert bin. Da gibt es beim Action gerade diese farbigen Haarsprays. Ja, die sind ja nun eigentlich dazu da, dass man sie auf die Haare sprayt, aber anscheinend kann man die auch auf Papier sprühen. Und ich habe mir jetzt mal diese Farben hier mitgenommen, Silber, Gold und so ein helles Blau. Das helle Rosa hat mir gar nicht gefallen, darum habe ich es einfach mal da gelassen. Ich werde das auf Papier ausprobieren. Wenn das auf Papier nichts bringt, dann wandert das eben mit mir mit aufs nächste Festival und dann sprühe ich mir selbst die Haare bunt an. Also so ist mein Gedanke, ne? Außerdem diese kleinen Sprühflaschen, falls es möglich ist, die aufzumachen und da einen anderen Inhalt reinzutun, sind das sehr schöne kleine Sprühflaschen. Ich teste das dann mal. Moment, ich mache einfach mal jetzt eine auf hier. Ich bin mir nicht sicher, wie das ist. Ob das möglich sein wird überhaupt. Ein Aufreißer ist da ja keiner dran, ne? Nee. Also wieder alles tausendmal im Plastik verschweißt. Also ich weiß wirklich nicht, warum das immer so sein muss. Irgendwie. Ach, wir werden im Plastik noch komplett untergehen, glaube ich. Das ist Wahnsinn. Also wieder nur. Ja, man kann auch nicht alles rekrutieren, was in Plastik verpackt ist. Dann bleibt nämlich eigentlich fast nichts mehr übrig. So, man kann die also aufschrauben, wie man sieht. Das sind ganz normale Sprühflaschen. Also, seht ihr? Ganz normal. Da drin ist eine, ja, irgendwie eine relativ flüssige Farbe. Wisst ihr was? Das probieren wir jetzt sofort aus. Jetzt, wo die eine schon offen ist, probieren wir es aus. Moment, ich brauche jetzt ein Blöckchen hier. Moment, machen wir mal hier unseren Bollenhutblock. So, ich suche mal einen Blatt, was ein bisschen dunkler ist, vielleicht das hier. Und da sprühen wir jetzt einfach mal Silber drauf. Ich bin super gespannt, ob das funktioniert. Halleluja. Hoppala. Oh, okay. Mhm. Ja, es riecht ein bisschen wie Haarspray, aber nur ein bisschen. Schauen wir mal. Ja, es dauert einen Moment, bis es trocken ist. Es verschmiert ein bisschen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten. Ich lasse das mal an der Seite liegen jetzt und zeige euch die anderen Sachen, die ich gekauft habe. Und dann sehen wir ja, wie sich das hier entwickelt hat. Ne? Also ich tue das kurz auf die Seite. Das waren diese Haarsprays. Dann habe ich gekauft, das mal kurz weg, so, nicht, dass mir das andere voll wird. Dieses hier. Glitter 3D Drops. So. Ich habe 6 verschiedene gekriegt. Es
war noch eine da mit einem ganz, ganz quietschigen Gelb und einem ganz fürchterlichen Pink. Die habe ich dann da gelassen. Also da habe ich gedacht, nee, also das ist jetzt wirklich selbst für mich zu viel. Das geht nicht. Deswegen habe ich die da gelassen. Aber diese Farben habe ich mir dann jetzt mal mitgenommen. Wobei die natürlich sehr unterschiedlich schön oder nicht schön sind. Kann man jetzt sehen, wie man will. Also diese obere Reihe finde ich, glaube ich, sehr schön. Hier diese Blautöne, so ein bisschen Türkisgrün, so Grau, Silber, Glitzer. Das finde ich ganz schön. Und bei dem hier, ja, das ist jetzt wieder die Frage, ne? So, das Grün ist jetzt auch nicht so schlecht. Und hier ist halt Lila dabei und so ein helles Flieder. Und dann eben auch Pink und Rosa. Aber das Pink, was dann noch dort war, was ich nicht gekauft habe, das war also ein Hammer gegen dieses Pink hier. Das war wirklich eine unerträgliche Farbe. Das war ganz schrecklich. Ich werde die alle mal ausprobieren und schauen wir mal, was das ist. Glitter 3D Drops. Ich weiß nicht, ob die auch kleben oder ob die einfach nur so 3D-Punkte machen. Es gibt anscheinend noch mehr. Ach, hier auf der Seite sieht man das ein bisschen mit dem Set. Könnt ihr das erkennen? Steht das irgendwie scharf? Ja, so halbwegs. Dieses hier, Neon Pink und Neon Yellow, das habe ich nicht gekauft, weil das war entsetzlich. Das war wirklich total entsetzlich. 1, 2, 3, 4, 5 und das hier 6. Also insgesamt gibt es 7 und genau dieses Neonfarbige habe ich nicht gekauft. Ich bin sehr gespannt, wie die sind. Ich werde das dann bald mal ausprobieren. Das hier natürlich für meine Underwater Journal. Perfekte Farben hier. Die sind natürlich ganz genial dafür. Ich glaube, die passen da alle. Und bei denen hier weiß ich noch nicht so genau, für was ich sie dann einsetzen werde. Aber ich bin mir sicher, auch für diese Farben werde ich eine Anwendung finden, ganz klar. Ich komme also in meinen Farbenschrank, der schon ganz gut gefüllt ist. Manchmal denke ich, ich weiß gar nicht, wann ich das alles verarbeiten soll, Leute. Kennt ihr dieses Gefühl irgendwie, dass ihr so zu viel Zeug habt, einfach zu viel von allem, so und gar nicht die Möglichkeit, das alles irgendwie zu verarbeiten. Also manchmal habe ich, ne, so heimlich, ne, habe ich manchmal so dieses Gefühl. Aber ich versuche das nicht so rauskommen zu lassen. Ne? So, jetzt habe ich noch ein bisschen Papier gekauft. Also habe ich schon gesagt, was die gekostet haben? Nö, natürlich nicht. Also das Festival Haarspray hier, das heißt doch Festival Haarspray, das kostet 1,59 bei uns in Österreich. Und die. Nee, Moment. Wo ist es denn? Verflixt. Ah, da. Glitzer 3D-Perlfarbe. 1,18 € kostet. Also hier diese Doppelpackung kostet 1,18 € bei uns in Österreich. Ist wahrscheinlich in Deutschland ein bisschen billiger. Weiß ich nicht genau. Ich habe 1,18 € bezahlt. Dann habe ich aus dieser Papier-Collection noch ein Set gefunden. Das hat zwar ein bisschen komische Farben, aber ich wollte es trotzdem haben, damit ich es komplett habe. Habt ihr das auch manchmal so dieses Gefühl, ah, mir fehlt noch eins, ich muss das komplett haben? Selbst wenn ihr das Gefühl habt, dass das gar nicht so richtig eure Farben sind? Ach, ich weiß nicht, was das immer ist. Ne? Ich weiß das echt nicht. Aber ich blätter das jetzt auch kurz durch, damit ihr da auch das gesehen habt, was da noch ist. Also Birthdays, ist anscheinend so eine Geburtstagskollektion. Gehen wir einfach kurz durch. Das sind so zarte Pastelltöne, so in Mint. Ja, hier ist auch nicht richtig angeklebt. Mint. Gut, hier ist so ein kleines so ein Strichleinmuster drauf in Minttönen und in Hellgelb. Das finde ich jetzt nicht so schlecht. Hier gibt es so kleine Herzchen drauf und innen ist es rosa. Naja, gut, okay. Wie man sieht. Hier so kleine Punkte gehen natürlich immer. Und innen gelb. Ja, das ist okay. Hier sind interessanterweise Augen drauf. Das ist ein bisschen creepy, finde ich. Also ja, fühle mich beobachtet. Und innen ist es rosa. So, das sind also die, die da vorne mit dabei sind. Ihr kennt ja diese Papiersets, wie die so aufgebaut sind. Die sind immer alle gleich aufgebaut. Ja? Jetzt haben wir kurz einmal die Papiere vorne durch. Das finde ich jetzt nicht so schlecht. Das ist nicht so ein quietschiges Rosa. Das ist eher so ein abgedämpftes. Pastelliges Rosa ist nicht so übel. Auf der Rückseite haben wir so ein türkises Grün, ja auch nicht so schlecht. Moment, könnt ihr denn überhaupt was sehen? Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen so ein bisschen weggehen. Ne? So ist besser, glaube ich. Hier haben wir wieder diese kleinen Striche. Wieder Mintgrün. Hier gibt es kleine Sternchen. Und auf der Seite auch kleine Sternchen. Hier haben wir diese Herzchen mit rosa Rückseite. Nochmal dieses Regenbogenmuster in Gelb. Und nochmal in so einem Altrosa. Hier gibt es kleine Blümchen.
Mint, kleine Punkte, nochmal Punkte, kleine Regenbogen, nochmal Regenbogen, wieder dieser altrosa Regenbogen, das hatten wir schon, das wiederholt sich jetzt hier. Dann kommen die Karten. Okay, das sind jetzt eben Geburtstagskarten. Ja, und wieder mal einmal mit Glitzer und einmal ohne Glitzer. Das ist ja auch immer dieselbe Kombination. Dann gibt es diese kleinen Karten. Follow the call of the disco ball. Mein Gott, das ist ja krass. Das ist so ein bisschen 70er-Style, gell? Wie Groovy Olive. Erinnert mich an die 70er Jahre. Okay, ich habe das natürlich beim Action nicht durchgeguckt, das Ganze. Ne? Deswegen finde ich das jetzt ein bisschen witzig. Auch hier der VW-Bus mit diesen Blumen drauf. Das ist echt verrückt. Ja, so ein bisschen. Ich fühle mich echt an die 70er erinnert. Ja. Das finde ich jetzt wieder ganz süß hier. Das finde ich hübsch hier. So mit Yes, diese kleinen runden Dinger. Love yourself first, good vibes. Das finde ich nicht schlecht. Hier haben wir das ja auch nochmal auf der Rückseite. Also da finde ich die Rückseiten tatsächlich besser als die Vorderseiten. Dann haben wir hier diese kleinen Tags, auch teilweise mit dieser Beschriftung, ist jetzt nicht so schlecht. Ja, die Sechsecke, bei denen ich aber nicht so genau weiß, was man damit tun soll, sind aber auch reichlich drin. Wieder Tags, wieder Rechtecke, das wiederholt sich ja immer. Und dann haben wir jetzt hier die Aufkleber fürs tägliche Journal oder fürs Bullet Journal. Die brauche ich meistens überhaupt nicht, diese Aufkleber. Ja, dann gibt es hier so glitzernde Herzen und Sterne und sowas. Ja, aber werde ich wahrscheinlich auch eher nicht verwenden. Aber ja, schön, dass es dabei ist. Hier gibt es so eine Collage-Seite. Here comes the sun. Yeah, yeah. Das ist wirklich so 70er. Mein Gott, schaut euch das an. Hier full 70er, gell? Okay, dann haben wir hier so ein kleines Kalendarium. Das finde ich jetzt nicht so schlecht. Und auf der Rückseite gibt es dann jeweils auch hier wieder so Texte. Rain is confetti from the sky. Das finde ich ganz süß. Ja, das ist nicht schlecht. Mhm. So, nochmal ein Kalender, Geburtstagskalender. Das ist auch wieder schlecht geschnitten, wie die letzten anderen aus dieser Reihe auch. I wish you a very happy birthday. Hier so ein Umschlag aus Papier. Also in den letzten Serien, die ich im letzten Jahr gekauft habe, da sind diese Umschläge auch dabei, aber die waren aus Karton. Die waren so sowas hier, richtig richtige Pappe. So, sowas war da drin. Und jetzt gibt es nur noch hier so Papierdinger, die sind natürlich überhaupt nicht stabil. Muss mal gucken, was man damit machen kann. Gut, es gibt eine Ausmalseite, gibt hier so ein VW-Bus mit vielen Blumen. Also wenn das nicht voll 70er ist, dann weiß ich es nicht. Und dann nochmal eine Gitarre. Okay, jetzt gibt es eine Happy Birthday-Girlande. Dann gibt es hier nochmal so einen Umschlag, einen Briefumschlag zum Zusammenkleben. Ja, und dann das ganze Spielchen nochmal. Ich trenne die jetzt nicht alle, weil das ist ja wieder das Gleiche. Wiederholt sich. So, und hier ist dann wieder so eine Tasche drin, die leer ist. Also, eine kleine Ergänzung zu meinen anderen Sets. Ich muss jetzt dringend mal was mit diesen Sets basteln. Das steht jetzt auch demnächst mal ganz oben auf meiner Liste, dass ich meine Papiere, die ich schon habe, das ist ein ganz Regalfach voll, dass ich die mal einsetze jetzt, dass ich die wirklich verwende und zusammenschneide und was draus mache, weil das bringt ja nichts, wenn die alle im Regal stehen. Ich meine, ich finde das immer schön, dass sie da stehen, sie schauen auch hübsch aus, aber letztlich ist das ja Blödsinn. Ich kaufe die ja nicht, damit sie im Regal stehen. Das sind ja keine Bücher, die man lesen will. Na gut, okay, also das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Dann habe ich noch ein bisschen Papier mitgenommen. Das ist jetzt nicht ganz neu, das habe ich schon mal gesehen, aber so, weil, naja, weil ich heute gerade so drauf war, dass ich gesagt habe, ich will jetzt was kaufen, habe ich die halt auch noch gekauft. Das sind einfach Papierblöcke mit verschiedenen Designs und verschiedene Papiergrammaturen. Also es gibt die 120 Gramm und die 220 Gramm jeweils da drin. Und ja, die sind immer ähnlich aufgebaut, also vom Style her sind die immer ähnlich, sind also verschiedene Papiere drin. Das ist eine Seite, da wird man wirklich verrückt. Wenn man da drauf guckt, dann schaut mal nur dahin. Also, psychedelisch ist das. Meine Hand sieht ganz gelb aus hier. Wenn so viel Blau in der Kamera ist, dann sieht meine Hand gelb aus. Um Gottes Willen, wie schrecklich. Aber ich habe keine Gelbsucht, keine Angst.
So, also die finde ich jetzt gar nicht schlecht, sind auch vielseitig einsetzbar. Die haben jetzt gekostet, das finden wir jetzt auch noch raus, 1,95. Oder? Ja, 1,95 haben die jeweils gekostet, die Box. Okay, und das letzte, was ich gekauft habe, ist ein Buch. Ich habe ein Buch gekauft. Ja, es ist sogar gebunden, seht ihr? Es ist ein Malbuch. Ich habe ein Malbuch gekauft. Ja, ihr haltet mich für bekloppt, das weiß ich, aber das macht mir nichts. Ich habe ein Malbuch gekauft, weil ich das ganz hübsch fand. Ja, erstens ist es schön eingebunden. Also das gefällt mir, außen gefällt mir das eigentlich schon total gut. Und ja, es ist wirklich schön. Und innen hat es wirklich schöne Bilder eigentlich. Und diese Bilder, die kann man teilweise eben auch tatsächlich einfach so quer in den Journal mit einbauen. Das finde ich jetzt zum Beispiel echt schön, wenn man das jetzt hier so halb halbiert, mein Gott, ich kriege wieder ein Zeug zusammen. So, ja, dann habt ihr zum Beispiel auf einer Journal-Seite so einen Schwan oder eben auf der anderen Seite. Und ihr setzt es in die Mitte von der Signatur, dann habt ihr beide drauf. Ja, dann solche Blumengeschichten kann man natürlich auch super in Journal einarbeiten, vielleicht ein bisschen was ausmalen. Deswegen habe ich das mitgenommen, ne? Weil ich gedacht habe, wow, da kann man wirklich was mitmachen, sogar bis zur letzten Seite hin hier. Und es ist auch noch schön gebunden und vielleicht male ich ja sogar das eine oder andere aus. Und dieses schöne Malbuch hat gekostet. Oh, edles Malbuch, 40 Seiten, 25 x 20 cm, 1,99. Kann man nichts sagen. Also 1,99 ist ja wirklich total okay für drin. Sehr, sehr schönes Malbuch. So, und das war das Ende von meinem Action Haul. Und was wir jetzt noch kurz schauen, ist, ob das Haarspray auf dem Papier hier irgendwie vernünftig hält. Und ob das vernünftig trocknet. Also, das färbt total ab. Das färbt total ab. Also, wenn man da drüber wischt, dann ja, verwischt das komplett. Also, es bleibt überhaupt nicht so, wie man es aufgesprüht hat. Überhaupt nicht. Also, ja, ich bin da eher jetzt gerade ein bisschen enttäuscht. Ich denke mir sogar, wie wird das auf dem Kopf, ja? Wie wird das auf dem Kopf sein, wenn ich mir das auf den Kopf sprühe? Dann wird das ja wahrscheinlich auch so mistig sein hier, ne? Ja, das ist dann fühlt sich ein bisschen kreidig an, so. Ja, als ob da irgendwie Talkum oder so drin wäre. Ein bisschen runterschütteln, also eigentlich da ist jetzt nicht wirklich was übrig geblieben auf dem Papier, ne? Also, ich muss sagen, das könnt ihr euch sparen. Das braucht ihr, glaube ich, fürs Journaling nicht zu kaufen. Für Festival, okay, mag sein. Ich werde das auch mitnehmen aufs nächste Festival. Aber fürs Journaling braucht ihr das nicht zu kaufen. Also, spart euch das. Ist gestorben. Bringt nichts. Nada. Nein, kommt weg. Kommt definitiv weg. Brauchen wir nicht. So, und das war es eigentlich schon für heute. Ich darf mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns vielleicht gar nicht, aber wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und bis dahin, bastelt euch was Schönes. Tschüss.